Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt zu Remember Me mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und ja, wir sollen Tab drücken, damit haben wir aufgehört. Drücken wir mal Tab. Drücken Sie Enter, um das Combo Lab aufzurufen. Was ist nun los? Blau, was ist das denn? Eine neue Impressum-Klasse ist verfügbar. Eine Kettenimpression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Okay. Ein Kettenimpressum ist selten und sehr mächtig. Platzieren Sie sie mit Bedacht. Denken Sie ebenfalls daran, dass je weiter hinten eine Impression in ein Kombo platziert ist, umso größer der Effekt sein wird. Dies betrifft auch Kettenimpressums. Verwenden Sie die neuen Impressionen, um ein Kombo zu erstellen. Je länger ein Kombo ist, desto kraftvoller. Uns fehlt aber ein Schlüssel. Wir brauchen noch einen Fußtritt quasi. Achso, hier ist ein Fußtritt. Na denn, dann nehmen wir doch mal einen Fußtritt. Dann brauchen wir noch einen roten Fußtritt. Und hier nehmen wir den blauen. PMP plus 20, okay. Also Faust zweimal Fuß, Faust zweimal Fuß. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt haben wir alles verbraucht, was wir haben, ne? Ja. Okay, let's go. So einer schon wieder. Hoppala. Ja, ich komme einfach nicht zu der Kombo. Oh, wieder einmal zu viel gedrückt. Jetzt aber. Ne? Wo ist eine andere? Da ist doch. Hä? Da fehlt doch einer. So, uns fehlt ein Fußtritt. Den haben wir hier. Nehmen wir den mal hier hin, ne? Okay. So. Ja, einer hat ja eben gerade gefehlt, ne? Irgendwie. Nämlich der, der ja so stärker ist, wenn hier die ganzen Kleinen auch mit dabei sind. Wahrscheinlich ist er da runtergefallen. Ich glaube schon. So, nun noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. Okay, weiter hoch geht's nicht. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wie gesagt, Respekt. Also das sieht schon klasse aus hier für den 2013-Spiel.
Was haben wir denn hier? Fokus Boost. Mehr Fokus. Wir brauchen mehr Fokus. So. Ja, das Fokus hätte man nicht mehr einsammeln können dann. Wie sieht was kaputt hier? Nillen, ich warte am Leaking Brain auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Grad, wow. Und der da lebt noch, oder was? Nee, jetzt nicht mehr. War mir klar. Memorize und der Sensen. So, wieder was anderes. Die Philosophie von Charles Cartier-Wells. Okay. Im April 2064 digitalisierte Charles Cartier-Wells erfolgreich eine Erinnerung. Als junges, in östlicher und westlicher Philosophie bewanderten Genie träumte der Sohn von Antoine Cartier-Wells davon, die Arbeit seines Vaters zu vollenden und zu verbessern. Er sollte das Geheimnis entdecken, die menschliche Erinnerung zu kodieren. Und er würde das erste digitale Erinnerungsnetzwerk schaffen und so die Menschheit in ein neues goldenes Zeitalter führen. Als man den Memorize Hauptsitz 2052 von Delhi nach Paris verlegte, wurde der 16-jährige Charles Cartier-Wells zum jüngsten Forschungsleiter dieses multinationalen Konzerns. Die Arbeit seines Vaters fortzusetzen, wurde das ehrgeizige Wunderkind aus der Cartier-Wells-Dynastie vom Verlangen getrieben, den Schlüssel zur menschlichen Erinnerung zu finden. Von einer europäischen stämmigen Familie in Indien aufgezogen, wurde Charles Cartier-Wells auch von der aristotelischen, kartesischen und systemischen Philosophie sowie von vielen Ideen aus der indischen Philosophie wie etwa der Erleuchtung, Klammern Buddha, oder vom Ich-Macher, Ahamkara, beeinflusst. Charles formulierte durch seine konstante Beschäftigung mit diesen sehr verschiedenen Konzepten eine sehr persönliche Vision von Erinnerung, die er als eine Reise, Erinnerungspfade, betrachtete, die sowohl der Unterdrückung als auch der Erleuchtung diente. Charles Cartier-Wells verwendete diese Einflüsse, um ein mathematisches Modell für die Erinnerungspfade zu entwerfen, bis er im Jahr 2063 einen Grad an Funktionalität und Operativstabilität erreichte, die wirtschaftlich genug war, um spezifiziert und in einen Sensen-Chip integriert zu werden. Am 6. April 2064 führte Charles den ersten digitalen Klonvorgang einer seiner eigenen Erinnerungen durch, indem er die Sensation-Engine-Technologie verwendete, die er 5 Jahre zuvor perfektioniert hatte. Einige Tage später veröffentlichte der vor kreative Energie sprühende Charles Cartier-Wells das experimentelle Sensen-Protokoll. Er verband die Gedanken von 20 seiner Teammitglieder, führte sein neues Erinnerungsdigitalisierungsprogramm aus und erschuf so den ersten Prototyp des Erinnerungsnetzwerks. Er nannte das Netzwerk Humanität 3.0 oder H30, um die Ideale und die Arbeit seines Vaters zu ehren. Entschuldigung fürs Verlesen manchmal. So.
So, so, aus Indien kommt der. Da müsste der eigentlich wissen, durch die indische Philosophie und sowas, dass es geistige Arbeit ist, um sich zu entwickeln und nicht durch so ein Netzwerk jedem geholfen wird, sich weiterzuentwickeln oder sowas. Weil das ist nicht dasselbe. Man soll sich selbst geistig entwickeln und nicht durch Hilfe von Technik sich irgendwie vorwärts bewegen. Das ist wie bei einer Schularbeit, sage ich jetzt mal so. Wenn du es abschreibst, schön, da hast du alles richtig, aber du hast nichts draus gelernt. So ist es eigentlich auch mit sowas hier. Okay, ich höre hier schon wieder etwas. Aha. Bin von 55. Sind also noch ein paar. Sowas wie ein Schattenwesen. Man hat zwar das Ding hier hinten am Nacken gesehen, ne? Aber irgendwie keine Figur. Ein Echo oder so vielleicht? Oh, es ist dunkel hier. Was war das? Flutlicht. Okay. Ah, das Vieh sieht man nur im Licht. Okay. Ich selbst kann da nicht hoch. Okay. Der hätte mich eigentlich gerade voll haben können. Okay, nichts hier. Zumindest habe ich jetzt nichts gesehen. Hier geht es noch weiter hoch. Meine Kehle? Was haben wir denn jetzt schon wieder? Ein Gollum, welcher nur im Licht zu sehen ist. Bin schon tot. Okay. Gib mir dein Gesicht! Okay.
Okay. Auf einige Lieber. Gruselig, sie werden unsichtbar. Ach, mich wundert die böse Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt, schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen. Okay. So, als neue Gegner kennengelernt, welche die sich unsichtbar machen können und nur im Licht zu sehen sind, und ich bin voll. Heute trotzen wir der Bedrohung durch Liefer mit dem Rückwartungsprojekt. Endlich haben die Katastrophen unserer Generation ein Ende. Das Rückwartungsprojekt. Revolution von Sensen. Memorize. Vertraut uns. Wir vergessen euch nicht. Naja. Hungerrevolten. Generation, die trotz unserer Stadt allen Stürmen und erfindet sich ständig neu. Heute trotzen wir der Bedrohung durch Lieber mit dem Rückwandlungsprojekt. Endlich. Das Rückwandlungsprojekt. Eine Revolution von Sensen. Hätte das sein können, dass es da was geben würde. Vertraut uns. Wir vergessen euch nicht. Flucht vor Klimawandel. Bürgerkrieg. Seit Generationen trotzt unsere Stadt der Stürme. Und erfindet sich ständig. Da um die Ecke kann man nicht, ha? Das wird wild! Ja, das hat weh. Bleib hart, Nillen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, der Rampe B. An Dockhafen wird überwacht. Wollen sie schlafen, bieten sie eine Kiste. Neo Paris Vibes. Oh, das sind wir. Nillen. Haben die wenigsten Leute gelesen, das finde ich gut. Die etwa 25-jährige Nillen ist die berühmteste, geheimnisumwobenste Kriminelle in Neo-Paris. Das sind aber nicht die Zugriffe von den Spielern, die das Spiel schon gespielt haben, oder? Fast nichts ist bekannt über die Terroristin namens Nillen. Selbst Tag und Ort ihrer Geburt sind so geheim zum Wetter, dass man munkelt, sie selbst habe jede Erinnerung und Information, die auf ihre wahre Identität hindeuten, ausgelöscht.
Es ist jedoch ziemlich sicher, dass sie sich einen festen Beruf als Gedächtnisjägerin erarbeitet hat, bevor sie sich der Terroristenbewegung anschloss. Verschiedene Aussagen früher Gedächtnisverbrecher, einschließlich der des berüchtigten Kit Xmas, deuten darauf hin, dass sie seit 2078 einer einträglichen Karriere als Erinnerungsdiebin im Slum 404 nachging. Dort traf sie wahrscheinlich auf Edge, schloss sich den Terroristen an und war bis zu ihrer Verhaftung im Frühling 2084 einer ihrer aktivsten und tödlichsten Agenten. Respekt, kann ich da nur sagen, sagte Kit Xmas. Das Mädchen weiß wirklich, wie man mit einem Jagdhandschuh umgeht. Schade nur, dass sie ihr Talent an eine aussichtslose Sache verschwendet. Also über mich ist überhaupt nichts gefallen. Hier sind nur Leichen. Was? Die Frage wäre natürlich, ob wir selbst noch über irgendwas über uns wissen. Okay. Das ist schon wieder so groß hier, hier passiert doch was. Sensendos. Was? Fährt alle Sensen herunter, betoppt alle Gegner, enthüllt Unsichtbare. Okay. Öffnen Sie das S im Pressionrad und markieren Sie das Sensendos. Drücken Sie die linke Maustaste, okay, um es zu aktivieren. Das ist eine gute Kombo, die gehen direkt kaputt, wenn man die einmal damit erwischt. Okay. Beobachtungsplattform. Das Ding ist defekt. Okay, dann nach oben.
Was verwenden Sie bei gedrückter Taste Shift links, um die Ziele für den Spammer zu wechseln? Achso. Wo muss ich denn hin? Ah ja, okay. Okay. Aber vielleicht reicht's ja schon, oder? Man kann doch auch hüpfen. Sie ist auch so gewieft mit Hüpfen. Ja, geht doch, okay. Also ich gebe dir gleich Fehler auf. Hätte ich auch da hoch gekommen? Nee. Nee, da hoch hätte ich nicht gekonnt, ne? Okay, auf volles Leben. Ich fahre nicht runter. Vorsicht, Lillian. Schön langsam. Hier höre ich auf jeden Fall was. Während ich hänge, kann ich aber nicht schießen. Also. Wenn man auf Kopfhörern spielt, dann kriegt man sowas immer mit, wo was ist. Hat doch ganz schön ein Performance-Problem manchmal das Spiel. Geschlossen, Neueröffnung demnächst. So, ich würde sagen, das war's. Es hat, glaube ich, gespeichert, oder? Für Abonnenten von Flappy News und ExtremeSend wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Oh. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Für Abonnenten von Flappy News und ExtremeSend wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte. Ist das hier? Beklagen. Das ist hier, ja. Für Abonnenten von Platy News und ExtremeSen wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Irgendwie links eingerichtet. Hier vorne. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen. Ah, da oben wahrscheinlich, ja. Ja. Set Patch, okay. Wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarett.
So, sobald es speichert, hören wir auf. Boah, was mit der Kamera hier? Endlich daheim. Dann schenk ein, Tommy. Daheim? Hat es gerade gespeichert? Ich weiß gerade gar nicht. Jemand hier noch speichern ist auf jeden Fall. Überwachen! Okay. Ist es Bob? Ich habe eine sehr strenge Türpolitik! Als das Wasser fiel, kam die alte U-Bahn zum Vorschein. Diese gehirnamputierten Irren sind da durch. Sie haben die ganze Nachbarschaft überrannt. Du willst Johnny finden? Dann musst du tief ins Leaper-Gebiet hinein. Lange hatten die Nations. Halt hier das Speichersymbol zurück. Ich mixe einen kleinen Cocktail. Ein Tommy Special. Was hast du denn gesagt, Tommy? Okay. Ohne Witz. Das sind zu viele. Ich? Ich hab gar kein Konto mehr. Willen, es ist soweit. Komm her. Wieder was freigeschaltet. Combo Lab. Was haben wir? Also, wir haben noch ein so ein Ding wieder. Irgendein Tritt immer? Nee, wir haben keinen Tritt mehr. Schade. Dann lassen wir es erstmal. Komm schon, jetzt speichern wir. Ich nenne ihn Junkboat. Eigenes Rezept. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es lebe die Liebe. Danke. Junkboat. Das Junkboat Spammer Upgrade schlägt sehr hart zu und zerstört strukturelle Schwachstellen in Ausrüstung und Gebäuden. Drücken Sie Shift links im Anvisieren und rechte Maustaste zum Feuern. Schließ den Tunnel! So, ich nehme an, das war's jetzt aber. Das hat jetzt bestimmt gespeichert. Und ich würde jetzt mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder.
aber erst bei meiner nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war ich von euer YouTube. Let's Play als Hobby. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo, damit ihr Bescheid bekommt, wenn der nächste Teil online kommt. Und ja, viel Spaß auch noch auf meinem Kanal, auch mit meinen anderen Let's Plays. Euer von euer YouTube. Let's Play als Hobby. Bis dann. Tschüss.